bis der Arzt kommt. Genau, bis der Arzt kommt. Herzlich willkommen zum zweiten Teil meiner IWA-Dokumentation 2019. Ja, im ersten Teil habe ich erwähnt, dass es ein kleines Giveaway geben wird. Hier also schnell die Teilnahmebedingungen, bevor es mit dem Video weitergeht. Einfach unter den IWA Teil 3, der kommt erst raus, in den Kommentaren hinterlassen, in dem das Wort Taschenlampe drin vorkommt. Einfach in den Satz machen, wo Taschenlampe drin vorkommt. Und schon bist du mit im Lostopf und kannst einen ganzen Sack voll Mitbringsel von der Messe gewinnen. Was es genau ist, da musst du dich überraschen lassen. Aber einen Tipp wirst du hier im Video finden, was dabei sein wird. Also mitmachen, vielleicht gewinnen. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim zweiten Teil. Hier vorne haben wir auch nochmal eine Couch drauf. Los, auf geht's, Messe Tag 2. Ja, da steht man am Eingang vor der Messe und wartet, dass man reinkommt. Und dann trifft man da den Heidi, Markus Heidke, der die schönen Heidi macht. Nein, nein, war ich noch gar nicht. Ja, ich habe meins ja schon Dito verloren. Ja, jetzt hast du ihn geschafft. Ja, das weiß ich ja nicht. Das ist jedenfalls weg, aber ich habe auch wieder ein neues gekauft. Ich konnte nicht ohne. Das ist ja 5 Stück dabei. Ah, super, ich muss mich ranhalten. Jetzt haben wir hier. So, wir machen uns mal auf Richtung Halle 5. Ja. Ja. Da müssen die Hinterliefer hier ab. Im Kinderspielparadies. Genau. Im Erwachsenen- Männerspielparadies. Ja, hier stand noch was von Spielzeugmesse. Wir waren ja gleich gesichert, dass es hier ist. Ja, also Flipper ist ja richtig Spielzeug, ne? So, wir sind jetzt hier am Stand bei Spyderco und ja, der Jopas wird uns jetzt mal. Wird uns jetzt hier mal so ein paar Neuheiten vorstellen, die dieses Jahr auf den Markt gekommen sind. Ich habe mir hier so 4 Stück rausgesucht, die mir besonders gefallen und die vielleicht euch auch gut gefallen könnten. First of all, we're going to start with a very small little piece that we did this year. We've been doing small ones before, but this is the MacB. It's a little liner lock, titanium scales, CPM XHP Steel. Titanium Stone. Was wir neu haben, sind so kleine Verzierungen. Wir haben einen Hammer, pivot, and inside from the liner lock we have hammered pattern as well. Because of the size, there is only one clip position, so it only fits in your pocket like this. Wir haben noch eine Neuheit. Das ist das Ikuchi. Ikuchi hat compression lock, and it is very slim. Usually our knives have the blade shape of the leaf shape, yeah, and they are wider in blades. Okay. It's a flipper, dangler, or a compression lock. G10 scales. G10, it looks like carbon fiber. Oh, sure, it's a contoured carbon fiber. Ah, okay. 2 clip positions and the flip. Sure. If we go to something else, we can look at the Waterway. Waterway is a fixed blade. It's a sports knife. You can use it either on or in the water. You can use it on your tracks and you can use it during hunting and stuff like that. It is LC200 steel, which is the European equivalent to H1 steel. It will not rust, it will not corrode, it holds up very well, and it is a sleek knife. There is not much bulk here. It comes with the Kydex sheet, it clicks in, and you use your thumb to release it. Okay? Comes with a clip that can either be attached horizontally carry or a vertical carry. Alright? Yes. Anderes neues Modell wäre der Smog Flipper, and we have a lock button to release the blade when you close it. So flips open and you release it with the button. Carbon fiber scales, drilled and skeletonized to save a little weight. It has 2 clip positions. It comes with our usual rounded clip, which is less wear and tear on your clothing. Has a dramatic hollow grind. On many of our new knives, we go for a full flat grind. It has a little bit less cutting resistance, but just for the dramatic feel of all this, a hollow grind might be just the ticket you want to go for. Yeah.
Ja, dann vielen Dank für deine Zeit. Danke sehr für die gerne. Vorführung. Und okay. Dann sehen wir uns vielleicht nächstes Jahr wieder. Oh, ich würde mich wirklich freuen. Also wirklich. Also, dann habe ich euch ja die Joker Ember Modelle vorgestellt. Hier sieht man sie nochmal. Ich sehe gerade, hier hat es auch noch so ein blaues Mikata, was echt ganz schön ist. Hier haben wir das Ganze nochmal in der Walnussoptik. Ja, und hier Maserbirke und ja, würde ich sagen, ein sehr helles Olivenholz dieses Mal. Ja, und was ich gerade entdeckt habe, ist ein neues Puko, das Joker Puko. Gibt es hier in der, ja, das mit, in der mittleren Variante, ist das Puko, unten ist das Grandfather und oben ist das Sami. Auch hier wieder in der Maserbirke. Und neu ist auch das Joker Bushcrafter. Hier so eine leicht geschwungene Klinge. Ja, und die Qualität sieht auch richtig gut aus. Aber da gab es ja bisher noch nichts zu meckern bei Joker. Ich bin jetzt am Stand hier, ihr seht es von hinten, von Favor Taschenlampen und ja, alles, was sich ums Leuchten dreht. Ne? Richtig. Ja, und der Pascal stellt uns jetzt mal ein paar interessante Modelle hier am Stand vor. So, zum einen präsentieren wir hier auf der Messe unser Arbeitslicht ProTech. Das ist eine ganz interessante Sache, komplett wasserdicht, komplett fallsicher aus 2 Metern, wiederaufladbar mit einer Akkuanzeige, mit einem geschützten Aufladeanschluss, mit diesem Magnetfuß, sodass ich es überall befestigen kann und einem Stativgewindestandard, eben um auch auf dem Stativ für Filmer und jeder, der draußen was machen will. Gibt es in 2 Ausführungen, 2 Größen, einmal mit 515 Lumen und einmal mit über 1000 Lumen. Das ist ein ganz interessantes Tool für den Outdoor-Einsatz. Zum anderen möchte ich euch die neue Laterne von Favor zeigen, mit einem klaren Kopf mit Filament. Lange drücken geht an. Wir haben hier einen Regler, um das Ganze stufenlos zu dimmen. Und als ganz interessante Sache für die Abende im Zelt, wenn ich sie komplett runterdimme, bin ich im Kerzenlichtmodus mit so einem bisschen Flackern für eine ganz gemütliche Atmosphäre. Ja, und dann zeigen wir euch jetzt noch 2 Lampen. Einmal eine Taschenlampe und auch noch eine Campingleuchte. Und das Gute ist, die könnt ihr hier gewinnen. Also bei meinem Giveaway mitmachen. Der Hinweis darauf ist versteckt im Video. Und ja. Vielleicht habt ihr dann die Möglichkeit, eine Taschenlampe oder eine Campinglaterne zu gewinnen. Und die zeigt uns jetzt Pascal auch nochmal. Genau, ich zeige euch die beiden Sachen nochmal. Wir haben einmal unsere Taschenlampe mit Wiederaufladbar über USB, natürlich auch wasserdicht und fallsicher. Wenn ihr aufschraubt, habt ihr hier den USB-Anschluss zum Wiederaufladen. 1000 Lumen Lichtleistung, also was sehr Helles. Das Ganze kann ich durchschalten in verschiedenen Lichtstärken. Und ich habe eine Fokussierung auch, sodass ich eben, was ich nah haben möchte oder ob ich in weiter Entfernung, kann ich die ganze Sache noch fokussieren. Das ist die Taschenlampe, die es zu gewinnen gibt. Und das zweite ist unsere Campinglaterne. Sieht erstmal gar nicht aus wie eine Campinglaterne. Wir haben den integrierten Karabinerhaken und der Deckel ist abnehmbar, so ich kann es im Zelt als Licht benutzen. Und wenn ich unterwegs bin, schraube ich einfach den Deckel wieder drauf und habe eine richtig schöne Campinglaterne. Auch hier. Wie ich es bei der anderen Laterne gezeigt habe, haben wir wechselbare Lichtfarbe von warm nach kalt und auch hier den Kerzenlichtmodus für die gemütlichen Abende im Zelt. Ja, das flackert auf der Kamera ist hier ein bisschen stärker. In echt flackert hier das nur ganz leicht. Also jetzt habe ich ja wieder so ein LED-Flackern. Ja. Das sind die Lichtverhältnisse, ja, hier auf unserer schönen Messe. Ja. Ja, das Besondere an der Lampe ist vor allem die Laufzeit, oder Pascal? Ja, wir haben einen Akku hier verbaut, der natürlich wiederaufladbar ist, aber der bis zu 300 Stunden läuft auf der Low-Stufe, natürlich etwas weniger, wenn man heller macht. Ja, wunderbar. Dann dir vielen Dank für die Vorstellung. Ja, gerne. Und ja, mitmachen und bei Favor auf der Webseite mal reinschauen, Like da lassen, Facebook-Seite wahrscheinlich auch vertreten. Ja. Ja, gut. Vielen Dank. Ja, bei Phoenix am Stand sehen wir hier die Neuheiten. Das ist die E06R, auch eine richtig kleine Lampe mit ja, einem normalen Licht und auch einem UV-Licht, um Geldscheine zu prüfen. Per USB ladbar, sehr schön. Dann haben wir die E30R, auch so eine kompakte Taschenlampe, die sich hier über so ein USB, über so einen Magnetlader wieder aufladen lässt. Hier dann Nachfolger von der LD41, die LD42. Wieder zurück zum Kunststoffbody. Das hier ist noch ein Prototyp. Das fertige Modell wird dann noch mal ein bisschen besser von der Optik her aussehen. Auch wieder hier einen schönen Reflektor.
Ganz schön gefällt mir hier die E16 in Titan, eine limitierte Auflage. Richtig, richtig schönes Pattern hier auf der Lampe drauf. Und ja, hier das, der große Klopper hier, die L40R. Ja, eine ganz spezielle Lampe, wie ihr seht. Hier hat einmal einen ein Spotlight mit 1000 Lumen und einer Reichweite von 576 Meter sich angegeben. Das seht ihr jetzt hier. Und zusätzlich eben den Kranz hier außen für ein Flutlicht mit bis zu 11.000 Lumen. Das ist ja auch was ziemlich Spezielles. Lässt sich auch mit USB aufladen. Läuft über 4 18650er, aber sehe ich gerade, ist ein Battery Pack drin. Ja, bei Phoenix am Stand habe ich das ARS11 gefunden. Auch ein schönes Pack. Und zwar verbirgt sich hier ein Solarladegerät, Solarpanel, aufklappbar, richtig cool, zusammenfalten und dann kann ich das Ganze ja hier an meinem Rucksack für Molle befestigen. Ich habe hier oben noch die Möglichkeit, ein Handy reinzumachen und hier unten ist der USB-Port, um das Handy dann aufzuladen. Richtig cool, schön kompakt und eine schöne Optik. Ja, bei Westec am Stand haben wir hier ein Heidi-Prototyp. Heidi, den haben wir eben ja schon gesehen, der macht jetzt eine Kooperation mit Bestech. Kommt jetzt dann demnächst irgendwann raus. Hier ist wie gesagt noch der Prototyp. Schönes Finish mit dem Two-Tone G10 oder ja. Schöner Slender dran. Die typische Heidi-Form. Preisbereich 120 bis 150 Euro. Ja. Richtig schick. Na, immer diese Kameraschlampen. Das ist Zavotta gewesen. Mittlerweile ist hier noch andere eingefunden. Ihr werdet sie kennen. Ich brauche jetzt nichts dazu sagen. Ja, ich bin jetzt hier bei OLED am Stand und ja, sind auch wieder hier vertreten. Und zwar haben wir hier eine Verweiterung der S2R, die Baton 2. Diverse Kanäle haben es auch schon vorgestellt. Ist auch von den Lumen her nochmal verbessert worden. 1150 Lumen ja im Turbo-Modus. Der komplette Body hat jetzt hier so eine schöne Riffelung. Liegt dadurch ja, wirklich gut in der Hand. Ist komplett anderes. Ja, und ansonsten wieder mit den typischen OLED, den blauen Elementen. Der Pocket Clip, der in beide Richtungen funktioniert. Ja, und dem OLED typischen einfachen Bedienkonzept. Eine schöne Lampe. Das Ganze gibt es auch noch mal die Nummer kleiner. Ist auch schon, glaube ich, ist schon ein bisschen länger auf dem Markt. Die S1R Baton 2, die hat 1000 Lumen im Turbo-Modus. Ja, und ist natürlich auch per USB ladbar, genau wie die hier. Nom 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 nom. Ja, der Arthur ist auch da. Bei QSP Knives am Stand. Zusammen mit Sven, da schauen wir uns gleich mal das neue Messer an. Ah, der Arthur hat ja auch ein Messer von denen. Jawohl, da gucken wir gleich. Ja, bei QSP Knives. Arthur hat jetzt endlich fertig gefuttert. Bist du satt geworden? Ja, ich konnte noch einen kleinen Chinesen gebrauchen. Einen kleinen Chinesen? Lass das mal nicht probieren. Mann. So, jetzt schauen wir uns mal das Messer vom Arthur an, das von QSP, das Design vom Arthur, was von QSP umgesetzt wurde. Was hier das? Das ist Neck Muck. So gebaut, dass man es unter anderem in der Tasche tragen kann. Steckt es weg und keiner sieht's. Oder trägst du es um den Hals. Jetzt bist du dabei, ein Tier zu häuten. Ziehst es raus, kannst du so häuten oder nimmst es so und häutest das Tier so. Dafür sind die Grooves, ja, damit du auch einen sicheren Griff hast bei der roten Arbeit. Und ja, der ein oder andere hat es ja schon richtig gesehen. Ist eine Ente. Quack, 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 quack. Ja, jetzt? Ähnlichkeiten mit dem Leduc? Rein zufällig.
So, ihr Lieben, ich bin immer noch bei QSP am Stand. Ja, und der Sven Kienast hat mit QSP zusammen das SK02. Nein, 3. SK03, Entschuldigung, neu aufgelegt in einer neuen Variante. Und ja, der Sven stellt uns mal einfach vor. Ja, also ich bin vom Messerdepot. Viele kennen mich wahrscheinlich schon, machen das ja jetzt schon 15 Jahre mittlerweile. Und irgendwann habe ich angefangen zum Design. Und das hat SK03. Und mit QSP Knives habe ich jetzt hier jemanden gefunden, die dementsprechend das Messer für mich neu auflegen. Es ist ein Freizeitmesser, ein Angelmesser und eben was auch für die Jagd genutzt werden kann, was auch viele Kunden schon gemacht haben. Das Tolle bei dem Messer ist eben, ich kaufe ein Messer, da ist Paracord mit dabei, dann kann ich eine schöne Paracord-Wicklung machen. Da ist auch ein Tool dabei, um die Schrauben zu entfernen, dass ich dann nachher die blanke Klinge habe. Das heißt, ich mache einen Kauf und habe eigentlich drei Messer. Zu den Messern bekommt man eine sauber gefertigte Lederscheide. Das Messer liegt dann schön in der Lederscheide tief drin, damit es auch nicht rausfallen kann. Weiterer Vorteil ist, ich kann einmal den Gürtel hier durchziehen und ich kann einmal den Gürtel hier durchziehen. Damit habe ich eine zweifache Tragweise. Wie gesagt, und VK reden wir hier von Irko 99 Euro um den Dreh. Von daher ist das genau in dem Budget mit dem Böhler N690 Stahl. Ne? Bei den Griffvarianten gibt es da verschiedene, da haben wir hier zwei verschiedene Mikata und das. Genau, das ist jetzt von Raffia, die Raffia? Bronze, genau. Das ist jetzt eben ein bisschen Geschmackssache. Sieht wunderbar aus. Bei dem hier ist es hier das Line-Mikata und ist sehr griffig. Gibt es in Schwarz und eben in Braun. Und dann, wie gesagt, liegt dabei eben Paracord, wo ich dann auch eine Paracord-Wicklung mitmachen kann. Das sind jetzt momentan so die Griffmaterialien, die es dann geben wird. Vier Wochen ungefähr wird es dauern, bis wahrscheinlich dann die ersten Produkte dann hier auf dem Markt sind. Ja, cool. Ja, Sven, dann vielen Dank für die Vorstellung. Kein Problem. Und wirklich ein schönes Messer. Ja, danke. Prost. Matze, du darfst mal fotografieren. Hier, mach mal bitte ein Foto. Hey, lauter Buddy. Wo warst du denn? Dunkelkammer, dann kann man das sich selbst nochmal überzeugen. Ja, ich bin jetzt hier am Stand von Vanquist, auch die haben dieses Jahr ein paar Neuigkeiten. Überarbeitet wurde der Trident 21 und der Trident 32, also 21 und 32 Liter. Ja, ein schöner EDC-Rucksack mit jeder Menge Features. Wir haben hier den Ziggy Pop, der das Bild rennt. Wir haben ja neu jetzt hier draußen ein Flaschenpanel, das sich zusammenfalten lässt. Auch gesichert hier mit einem Kordelstopper. Dann haben wir hier eine Seitentasche. Wenn ich ihn auf habe und ihn ausziehe, komme ich hier an das Seitenfach ran, kann es aufklappen, komme ans Innencompartment, da gehen wir gleich noch drauf ein. Haben hier wieder die Tasche, wo man sieht, was drin ist. Ah, da sehe ich Film mal, danke. Ja, dann habe ich hier ein Riesen-Compartment, auch dort wieder das gleiche Material. Man sieht, was in der Tasche drin ist. Jede Menge Verstaumöglichkeiten. Display ist aus, aber das macht nichts, ne? Ja, damit er eben nicht aufgeht, hier oben eine Sicherung. So, dann machen wir das Teil mal komplett auf. Und dann kann man das Innere sehen. Jetzt haben wir hier Divider drin. Und eben, damit die auch halten, überall hier quasi Velcro. Hier hinten ein Fach, um einen Laptop oder eine Trinkblase reinzukriegen. Hier oben der Ausgang. Auch hier nochmal drei einzelne Fächer, um was zu verstauen. Also wirklich, ich kann hier alles Mögliche organisieren. Ja, hinterm Rückenpanel, das auch sehr gut gepolstert ist, auch nochmal, um einen Laptop oder eine Waffe schön verdeckt tragen zu können. Das solltet ihr natürlich nicht tun. Ja, dann haben wir hier oben nochmal eine Pouch drauf, auch hier noch mal mit so einem Kordel dran und hier gleiches Verstaumöglichkeiten, Organisationsmöglichkeiten, bis der Arzt kommt. Hier vorne haben wir auch noch mal eine Pouch drauf, auch ziemlich groß, also da geht auch noch mal einiges rein. Hier vorne drauf Velcro,
auf der Seite das Hyperlon auch nochmal in der Molle. Ja, richtig cooler EDC-Rucksack mit, ja, 1000 Möglichkeiten. Ja, wie gesagt, das Ganze gibt es dann in 21 Liter oder eben 32 Liter, die sind gleich. Ja, dann ist noch neu dieses Jahr einmal die ganzen Pouches in dem, ja, schönen Rot hier, in dem First Responder quasi, eher als Medipacks gedacht. Ja, und auch noch neu dieses Jahr sind die Sticky Cubes. Die sind passend für, ja, zum Beispiel den Marco 45 oder alle Rucksäcke, die innen drin Velcro haben. Die kann ich einfach ja, quasi reinkletten. Und ja, zusammengefaltet sehen die so aus. Also die sind recht schmal, aber über einen Reißverschluss werden sie eben dreimal so dick. Auch hier drauf das, ja, durchscheinende Material. Man sieht, was in der Pouch drin ist. Richtig schön, und ja, damit kann ich auch den schöne Ordnung in den Rucksack reinbringen. Ja, bei Gerber am Stand gibt es ein neues, schönes, ja, Essbesteck. Das Complete kommt jetzt demnächst auf den Markt. Ihr seht, das sind mehrere Tools in einem. Ich baue das Ganze jetzt gleich mal auseinander. Und ja, da hat man ziemlich viele Möglichkeiten. Ich baue es mal auseinander. Da haben wir zum einen hier so einen ja, Gemüseschäler. Ich kann mit dem Teil hier, ja, pflegetrockene Nahrung aufmachen oder auch eben Dosen. Hier habe ich einen Flaschenöffner. Und dann habe ich dabei ein Messer, Quatsch, ein Löffel und eine Gabel. Ja, fast so ein Spork, ein Spoon. Aus anodisiertem Aluminium, also sehr leicht. Wir haben beides zusammen mit dieser, ja, dann haben wir als viertes noch diese Spatel. Hier auch ein bisschen Rumpferfläche als Zopfwender, Pfannenwender nutzbar. Und auf der Seite hier, na, kann man es erkennen. Ja, da haben wir hier so eine Silikonseite. Damit kann man dann schön die Töpfe auskratzen. Und ja, das Ganze ist auch hitzeresistent, so bis 400 Grad. Und ja, mit dem Spatel zusammen, mit ja, einem, entweder der Gabel oder dem Löffel, kann ich mir eine Zange bauen. Ja, richtig cool, ein schönes Komplettset. Kommt jetzt auf den Markt, Preis habe ich jetzt aktuell noch keinen gehört. Ja, finde ich aber ein schönes multi-universelles Tool. Gerade mit diesem ja, Spatel hier auch gut, um die Nutella-Gläser bis aufs Letzte leer zu machen. So, jetzt habe ich es endlich geschafft, beim Joker an den Stand zu kommen und habe hier mal, das ist der neue Bushcrafter, hier in einem schönen Canvas Micarta, eine schöne Haptik, der ist so leicht angeraut. Hier haben wir auch wieder ein Full Flat Grind drauf, als Stahl den Böhler N695, leichtes Jimping hinten drauf. Ja, kommt wieder im Gesamtpaket mit dem Feuerstahl, passend zum Griffmaterial, Lederschalter mit dem Dengler. Und dann auch neu dieses Jahr das Joker Nomad. Ihr seht, das ist schon ein richtig ausgewachsenes Messer. Hier haben wir auch den Böhler N695. Auch wieder das Jimping hinten drauf. Gibt schön Halt. Das Besondere hier ist, dass wir hier einen ja, balligen Anschliff haben. Ich denke mal, das kommt hier auf dem Video auch ganz gut rüber. Und jetzt sehe ich auch mal das Olivenholz hier in Natura. Das sieht auch richtig, richtig gut aus. Auch das wieder, die Scheide haben wir jetzt dazu hier mit Scheide und ja, optionalem Feuerstahl. Ja, und als Letztes haben wir hier das Poco. Das kommt hier auch in einer schönen Lederscheide. Auch hier wieder Walnussholz. Das ist natürlich keine Full-Tank-Version, sondern hier mit einer Steckerl. Verarbeitung ist auch wieder richtig klasse und einen schönen Scandi-Anschliff drauf. Wie man es von Joker gewohnt ist. Richtig schönes Teil. Okay, ich habe Mist erzählt, das ist kein Walnussholz, sondern ist getoastete Maserbirke und deswegen wird die so dunkel.
Stimmt, wenn man sich jetzt mal das Muster so ansieht, ist es so. Noch schöner. Wunderbar, Dankeschön.